Ich habe schon lange auf diesen Tag gewartet. Heute werde ich mir einen Traum erfüllen, den ich schon lange, also 2 Wochen lang, gehabt habe. Wobei das mit ziemlich vielen Hindernissen verbunden ist. Aber erstmal muss ich mich damit zufrieden geben, dass ich gestern Abend intelligent genug gewesen bin, meine Socken, die man wahrscheinlich für mikrobiologische Versuche nutzen könnte, neben meinem Kissen hab liegen lassen und selbst ein halber Liter Wasser keine Abhilfe schafft. Ich fange an, das Buch The Happiness Advantage anzuhören, da ich nach der höchst reflektiven Episode vom letzten Mal entschieden habe, mein Glücklichsein etwas ernsthafter zu nehmen. Ich kann es kaum glauben, dass ich das laut sage. Bei diesem Buch ist zum Glück noch die Verbindung zwischen Glücklichsein und Erfolgreichsein eingebaut, weswegen es mir nicht allzu esoterisch vorkommt. Die zentrale These besagt, dass wir Menschen nicht glücklich sind, weil wir erfolgreich sind, sondern genau andersrum. Man kann dann natürlich sagen, schön, das hilft wahrscheinlich den Leuten, die vielleicht schon glücklich sind, mir aber nicht. I feel you, das waren auch meine ersten Gedanken. Aber zum Glück geht es in dem Buch vor allem darum, was wir Menschen und Roboter machen können, um mehr Zufriedenheit im Leben zu finden. Dabei geht es nicht darum, ein neues Gefühl zu finden oder irgendwelche Traumwelterfahrungen zu machen, sondern vielmehr deine Gegenwart und was um dich herum passiert, anders wahrzunehmen. Zum Beispiel sollst du bei jeder Sache, die dir passiert, egal ob negativ oder positiv, wobei ersteres immer überwiegt, versuchen sie so zu betrachten, dass du derjenige bist, der den Ausgang kontrolliert. Du hast ein schlechtes Ergebnis geschrieben, weil du wenig gelernt hast und nicht, weil die Klausur schwer war. Und du hast die Beförderung bekommen, weil du dir viel Mühe gegeben hast und nicht, weil alle anderen Teilnehmer weniger gut geeignet waren. So oder so gibt dir diese Sichtweise immer etwas, womit du arbeiten kannst, sodass du entweder an der Situation etwas verbessern kannst oder dich selbst gut fühlen kannst. Und sollte es tatsächlich so sein, dass du keine Kontrolle hast, dann solltest du dir gar keine Gedanken machen und dich ärgern, weil was du nicht kontrollieren kannst, sollte dich nicht interessieren. Hashtag lang lebe Seneca. Zum Glück gehört zum Thema Glücklichsein keine gute Ernährung, oder zumindest bin ich noch nicht so weit im Buch, weil das bedeutet, ich kann die Pizzareste von gestern Abend einfach aufwärmen, da ich heute Morgen gar keine Lust habe, Rührei zu machen. Ich denke mal, ich sollte beim Einkaufen a priori aufhören, so etwas zu kaufen, weil ich es immer dann esse, wenn es nicht gerade notwendig ist und genau dann, wenn ich in einer Notlage bin und etwas Schnelles brauche, nichts habe. Ich setze mich dann an den Schreibtisch und fange an dem Handbuch für meine TMS-Coaches zu arbeiten, da es mir wichtig ist, dass jeder von ihnen von meiner Erfahrung profitieren kann und jeder in einem Coaching ein Hilfsmittel neben dem standardmäßigen Training hat. Zum Glück habe ich, bevor ich das alles mit dem TMS-Coachings gestartet habe, das Buch The E-Myth Revisited gelesen, was ich nur jedem empfehlen kann, der sein eigenes Startup, ich hasse diesen Namen, gründet, weil es ein unglaublich guter Richtungsweiser ist. Weil es aber ziemlich langweilig ist und heute etwas viel Aufregenderes ansteht, höre ich schnell damit auf und räume die gesamte Kleidung, die sich in meinem Zimmer angesammelt hat, auf. Ich mache das normalerweise regelmäßig jeden Sonntag, aber da ich heute jeden Zentimeter Platz gebrauchen werde, kann ich mal gegen meine Prinzipien verstoßen und hoffe, dass mich die Produktivitätsgötter nicht verstoßen. Ich nehme einen letzten Blick auf den Schreibtisch und überlege, welche von diesen Sachen ich in meinem neuen, komplett umgestalteten und revolutionierten Leben behalten werde. Geht es eigentlich nur mir so oder habe ich auf einen Schreibtisch ziemlich viel nutzlosen Shit. Zum Glück wird sich ab heute alles ändern. Beim minutiösen Abräumen erinnere ich mich nochmal daran, dass das mein allererster Schreibtisch überhaupt war und alle meine bisherigen Misserfolge seit der ersten Klasse hier stattgefunden haben. Ich frage mich, wieso Menschen immer eine so starke Verbindung zu Sachen haben, die sie schon lange besitzen, sei es ob es Unterhosen, Zahnbürsten oder Bleistifte sind. An sich liegt doch der Wert der Erinnerung darin, dass man sie erlebt hat, Klammer auf, idealerweise auch bewusst, Klammer zu, und nicht, dass man sie für immer festgehalten hat oder etwas besitzt, was uns an den Moment oder die Momente erinnert. Andernfalls würde ich jedes Mal, wenn ich die Kaiserkrönung zu Versailles sehe, emotional werden und die Nationalhymne singen. Obwohl, kein guter Vergleich für jemand, der Karima Haber heißt. Nach dieser ganzen Gefühlsduselei lasse ich meinen Schreibtisch verschwinden. Man beachte, wie lichtgefüllt auf einmal der Raum ist. Und ich mache mich daran, das Paket, das für mich angekommen ist, gründlich zu examinieren und mir kurz einen Klopf auf die Schulter zu geben, dass ich schon nur dafür die gesamte Arbeit, die ich in diesen Kanal seit dem letzten Jahr investiert habe, gelohnt hat. Dieser Schreibtisch wurde mir vom FlexiSpot zugesendet, was mich sehr freut, da ich bisher nur Gutes über die gehört habe und ich hoffe, dass ich das bestätigen kann. In meiner so meticulös ordentlichen Art, die ich immer an den Tag lege, packe ich alles aus und ordne es so an, wie ich es später wahrscheinlich gebrauchen werde. Ein bekanntes Prinzip aus der Kochkunst, das sich Mise en Place nennt. Es ist an dieser Stelle peinlich zuzugeben, dass es heute das erste Mal sein wird, dass ich selbstständig einen Schreibtisch zusammenbauen werde. Falls ja, tu einfach so, als ob ich in den letzten 5 Sekunden Mandarin geredet habe. Ich probiere einfach meine mangelnde Erfahrung damit auszubauen, dass ich die Anleitung vorwärts und vor allem rückwärts lese und jede technische Versiertheit, die ich aus der Welt der Wissenschaft kenne, dafür einsetze. Ich ignoriere an dieser Stelle einfach mal, dass meine wissenschaftliche Erfahrung E hoch minus X entspricht. Überraschenderweise gestaltet sich der Aufbauprozess total angenehm, sowohl weil es deutlich einfacher ist als gedacht, einen motorisierten Schreibtisch aufzubauen, Hashtag danke vollautomatisierter Akkubohrer, als auch weil ich dabei meine Aragorn Fanfiction lauschen kann. Ich glaube, ich kriege von Tag zu Tag immer mehr den Anschein eines Nerds. Sobald das ganze Gestell aufgebaut ist, mache ich mich daran, die für meine Verhältnisse gigantische
Schreibtischplatte aufzupacken. Während ich sie mir so angucke, überlege ich, dass es vielleicht nicht so klug gewesen ist, einen vollkommen weißen Schreibtisch zu nehmen, da der leidenschaftliche Italiener in mir höllisch mit der Basilikumsoße aufpassen muss. Mal ganz davon abgesehen, dass ich ein passionierter Nägelkauer bin und deswegen häufig blutige Finger habe. Später wird das spaßig in der Chirurgie. Zum Glück passen die Maße 180x80 cm gerade nochmal so auf unsere Treppe, ohne einen Kratzer in der Wand zu hinterlassen. Nachdem die Platte montiert ist, ich die Schreibtischsteuerung für die Höhenverstellung angebracht und den Schreibtisch erneut umgedreht habe, will ich voller Vorfreude das Konstrukt ausprobieren. Und es funktioniert nicht. Alter, ernsthaft, der höhenverstellbare Schreibtisch, auf den ich so lange gewartet habe und an dessen Konstruktion ich seit 2 Stunden sitze, will mir einfach nicht gehorchen. Blick in die Anleitung zeigt, dass ich alles richtig gemacht habe. Als ich dann doch den Fehler entdeckt habe, ist es mir zu peinlich, auch nur einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden und ich probiere gleich den Schreibtisch aus. Ganz ehrlich, die Befriedigung, einen höhenverstellbaren Schreibtisch bewegen zu sehen, ist mit nichts gleichzusetzen. Außer vielleicht dem Arbeiten an einem solchen. Jetzt kann ich wohl sagen, Arbeitsplatzfetisch, check. Nachdem ich mein Zimmer so sehr auf Hochglanz poliert habe, dass man selbst in einer Burschenschaft darauf stolz wäre, eigentlich habe ich nur Staub gesaugt, aber das passiert ziemlich selten, also hat es schon vergleichsweise gefunkelt, und ich alles wieder eingeräumt habe, springe ich in die Dusche, um die zweite Epithel-Schweißschicht, die sich auf mir gebildet hat, loszuwerden. Zum Glück war ich auch lange genug aus meinem Zimmer raus, dass ich das eingehend lüften konnte. Danach nutze ich gleich die Stand-Up-Option und fange an, einige Accessoires für den Schreibtisch zu bestellen, und wie es wahrscheinlich ziemlich monoton auf diesem riesigen Ding wird. Zum Glück habe ich, als ich 12 war, alles aufgeschrieben, was ich gerne auf einem Traumschreibtisch haben wollen würde. Hoffen wir, es reicht. Danke fürs Zuschauen.